freuen uns, dass wir in diesem Jahr als Gastgeber für die Bob-Jury-Sitzung hier in Feldafing in unserem Global Leadership Center sind. Für uns ist Kommunikation eine zentrale Aufgabe und wir möchten von unterschiedlichen Unternehmen lernen, partizipieren. Der Bob ist natürlich eine tolle Gelegenheit, Inspiration mitzunehmen. Was wir bisher gesehen haben, sind eine ganze Menge tolle Kreationen, die wirklich inspirierend sind. Und das ist im Wesentlichen der Punkt, warum ich immer wieder gerne dabei bin. Der Bob steht für mich für ausgezeichnete Business-to-Business-Kommunikation, für die Spitze des Eisbergs, für das, was Business-to-Business-Kommunikation im letzten Jahr ausgemacht hat und wovon die Macher, sowohl Kunden als auch Agenturen, überzeugt sind, dass das jetzt gerade State of the Art ist. Als Jurymitglied mache ich das hier zum ersten Mal und deshalb ist es für mich grundsätzlich sehr spannend zu sehen, dass das eine sehr objektive und neutrale Beurteilung ist, die mit sehr viel Fleiß und Mühe gemacht wird. Es gab bessere Kategorien, es gab schlechtere Kategorien. Gut gefallen haben mir dieses Jahr die digitalen Kategorien. Ich freue mich auch auf die Diskussion morgen wieder, die sehr fruchtbar ist, weil man nicht nur unter Kreativen redet, sondern weil man die Anwender und die Leute aus den Unternehmen hier hat, die Dinge teilweise auch anders beurteilen und auch andere Aspekte in so eine Diskussion reinwerfen. Und deswegen liegt mir die Jury auch immer sehr am Herzen, weil wir da diese schöne Mischung haben.